Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar, ich stelle mein Deck vor. Ich habe ja ein Video gemacht, dass ich 5 Jahre lang kein Deck besessen habe. Könnt ihr ja auch oben mal angucken nochmal, falls ihr es nicht gesehen habt. Und heute stelle ich euch das Deck vor, was ich am Ende jetzt doch gekauft habe. Aber bevor wir hier direkt reingehen, wollen wir einmal gucken, und zwar bei der Abstimmung. Denn Leute, es ist soweit, National Time und ihr könnt mein Deck aussuchen. Und ja, es wird Tier 2 sein. Bin ein bisschen überrascht. Ich dachte eher, dass ihr mich noch mehr Tier 3 Fun oder so spielen wollen würdet. Obwohl man sagen muss, dass doch sehr viele für Fun gewotet haben. Aber am Ende ist es jetzt ein Tier 2 Deck geworden. Das heißt, ab heute könnt ihr für das Deck abstimmen. Denn jetzt wird wirklich entschieden, welches Deck ich spiele. Geht also auf meinen Community Tab. Dort könnt ihr eben dann gucken, welches Deck ich spielen soll. Ihr könnt abstimmen. 4 Stück gibt es zur Auswahl. Aber jetzt gehen wir hier zum Deck über. Und ihr wisst ja alle, es ist Token. Es ist ja Branded Chimera. Und da fragt man sich jetzt natürlich, warum hast du dich dafür entschieden? Ich habe das letztes Mal schon erwähnt. Das liegt einfach daran, dass ich wusste, dass das Deck halt da war. Es ist okay, man kann damit toppen. Es ist also solide. Und vor allen Dingen, es wird nicht von der Banlist gittert. Klar, die Branded Engine ist gefährlich dafür, dass sie gittert wird. Aber generell eben, ja, wird man schon sagen, dass das Deck selber nicht gittert wird. Von daher sehr gut. Und jetzt sehen wir auch, warum ich das Ganze so entschieden habe. Denn wir werden heute einfach was Grundlegendes zeigen. Wir zeigen euch einfach ein Deck und eine Deckliste. Ihr kopiert euch das und fertig. Nein. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Deck haben kann und das eben sehr, sehr lange spielen kann. Das heißt, immer wieder neu anpassen, immer wieder neu anpassen. Doch was braucht man dafür? Man fragt sich oft, was braucht man dafür eben, um konstant mit halten zu können. Und der Schlüssel dazu sind Staples, aber das gehen wir hier Stück für Stück durch. Wir fangen einfach an mal mit den Monstern hier einmal. Wie gesagt, das hier ist jetzt der Core. Das ist der Deck. Den man auf jeden Fall spielen sollte. Wir haben hier einmal natürlich dreimal Gazelle. Man sagt sich jetzt warum. Man hat das früher zweimal gespielt, aber inzwischen ist das schon fast eine bessere Normal Summon als Sword, weil wenn hier eine Ash drauf kann, können wir weiterspielen mit Fusion. Wenn auf den Sword eine Ash kommt, haben wir kein Buddy auf dem Feld. Deswegen gehen wir das Ganze so. Dann zwei. Wir brauchen zwei auf jeden Fall. Eine holen wir First Turn, zweite für Follow-Up. Müssen wir also machen. Dann geht es hier weiter. Also das ist auf jeden Fall Staple hier eben für den Chimera Star. Dann haben wir natürlich an Illusion. Dreimal Spiegel. Super gute Karte, wie gesagt, wenn die gashed wird, tut sehr, sehr, sehr doll weh. Dann haben wir nochmal dreimal die Schlange sozusagen, Illusion sucht sich und dann einmal den Sägemeister. Warum wir Sägemeister spielen, kommen wir noch zu, ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich denke, dass dieses Deck gar nicht so schlecht ist. Weil Sägemeister in einer Combo ist halt der OTK. Das heißt, wir können dann quasi komplett durch OTK, durch ein Board, kommen wir später zu, lege nochmal zurück, zeige ich euch dann nachher. Nicht die Combo, aber mit was wir das Ganze machen. Dann natürlich Branded Engine, haben wir zweimal Albers. Zweimal ist Pflicht, einmal ist zu wenig, zweimal ist gut, drei ist zu viel. Wir wollen auf jeden Fall noch ein weiteres Target haben, aber zweimal reicht, weil wir auch recyceln können. Dann einmal den Aluba, weil wir natürlich in die Fusion kommen wollen. Kommen wir gleich zu, wenn wir Karten. Dann einmal Kit. Kit ist eine Karte, die man cutten kann. Sie ist suchbar theoretisch eben mit den Chimera-Karten. Von daher ist das Ganze okay. Also wir können halt damit eben das holen und haben damit auch Branded Access. Kann man definitiv machen, muss man aber nicht spielen. Und zu guter Letzt lichtversiegelte Fusion, um unser First Turnboard deutlich besser zu machen, nämlich um in Dragoon zu gehen. Das ist also auch Staple. Und dann kommen wir zu den Spells. Spell Staple ist natürlich dreimal die Fusion. Ist natürlich Pflicht, glaube ich. Dreimal markierte Fusion ist auch Pflicht, glaube ich. Und dann markierte Eröffnung. Und die können wir jetzt dreimal spielen. Ich spiele nur einer Luba. Deswegen zweimal würde ich das spielen. Ich würde ihn rauscutten auf jeden Fall. Aber ich habe halt drei. Das ist halt eben der Core. Und das ist das ganze Core. Das bedeutet, wir haben hier jetzt zwar ein Deck, was noch überhaupt nicht fertig ist. Aber mehr brauchst du für den Deck-Core nicht. Der Rest kann eben mit flexiblen Karten aufgestockt werden. Und dementsprechend das Deck unterschiedlich machen. Sei es, was es tut, aber auch wie es eben in die Meta agiert. Und das ist ein guter Baustein. Dies ist der Core. Damit kann man spielen. Damit funktioniert ein ganzes Deck. Und dann eben mit den anderen Karten, wo wir gleich zukommen, können wir das Ganze eben an die Meta anpassen. Wichtig auch noch, ja, ich weiß, mir ist bewusst, dass Illusion gerade neue Karten bekommen hat, die man auch in Chimera spielen kann. Gerade eben sie kann man sehr gut in Chimera spielen. Muss man aber noch gucken, ob man das zum Staple Core machen will oder nicht. Das an sich funktioniert halt sehr gut. Kann man reinpacken, muss ich noch testen. Ich gebe zu, ich hatte noch keine Zeit zu testen. Liegt jetzt auch daran, dass ich International jetzt ein komplett anderes Deck eben spielen werde und auch Kaimita. Von daher, ja.
Das heißt, die Karte kann man natürlich auch reinpacken. Allgemein die neuen Illusion-Karten kann man hier gut reinpacken. Auch die Searcherin selbstverständlich. Genau. Und dann fürs Deck, was ich habe, ist noch ihn. Ihn kann man rufen, theoretisch, über die Fusion. Bedeutet also, wir haben hier eben ein Floodgate, was super ist. Eine gute Side-Deck-Karte. Kann man natürlich auch Main spielen, wenn die Meta eben dementsprechend ist. So, jetzt gehen wir mal schnell zum Extra-Deck. Extra-Deck, einmal die Branded-Karten, also wir haben einmal Rinbrum, der hier sehr wichtig ist in diesem Deck, einfach falls wir nicht gut haben, können wir hiermit auch in unsere Plays gehen. Dann haben wir natürlich den Lubeian und den Albion, ist glaube ich Standard. Man kann gerne zwei spielen, konnte auch gut aufkommen, bloß Platzmangel, Platzmangel, Platzmangel. Wir haben zum Beispiel ihn, wir könnten ihn rauspacken, aber hilft eben Bodies loszuwerden. Mirror Jade alleine kann Duelle gewinnen, dementsprechend Mirror Jade ist Pflicht. Und dann natürlich indirekt ist das natürlich ein Engine, und zwar der Dragoon. Der Dragoon, der eben lichtverfügelte Fusion und eben der Branded Fusion automatisch ein Dragoon ist. Heißt, wir haben Omni-Negate, gute Karte. Definitiv kann man das Ganze hier eben machen. Dann kommen wir zur Chimären-Engine. Höh, zweimal Wächter-Chimäre. Ja, ist nicht offiziell. Also ist eine Chimäre, aber ja, ihr erwartet auf was anderes. Ihr erwartet eben auch auf diese schöne Karte. Definitiv kann man das Ganze spielen. Und dann kommen wir jetzt eben zu den beiden, die noch neu sind, wo man natürlich fragt, ob man das Ganze spielen muss. Ich muss gerade eben unterscheiden. Die sehen komplett, guck mal, die sehen doch komplett gleich ausgefühlt. Also ja, ist klar, dass andere Pose, blablabla. Aber ich muss mal gucken, was die OTK-Maschine war. War das hier die OTK-Maschine? Nee, das hier ist, ne? Genau. Okay, das ist die OTK-Maschine, das ist Combo Extender. So ein Ding ist das. Also, diese Karte alleine macht mithilfe ihn es möglich, dass wir einen ganz simplen OTK machen, denn die Chimäre Fusion kann sich auch wieder zurückadden oder ähnliches und wir können halt eben was zurückrufen. Das heißt, über ihn, dass wir ihn halt haben, können wir mit ihm ein Monster rufen, was viermal angreifen darf. Wenn er viermal angreift, rennt dann ein Monster rein, das Monster wird ATK zu 0 und dann können wir dreimal drauf rennen, bum, 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 das sind dann 9300 Schaden, das ist Game. Bedeutet also, ihn spielt man, um diesen OTK ganz leicht zu ermöglichen, ist super cool, finde ich super nice, dementsprechend ist das Ganze hier drin. Und dann haben wir noch zwei Karten, einmal natürlich Dragospedia, super gutes Fusionsmonster, kann man gut rufen, auch eben mit der Chimera Fusion, von daher super gute Karte. Und zu guter Letzt eben den Ablöser, der auch sehr gut kommt, auch gerade eben sein Effekt mit den Spells und Graves. So, und jetzt sagt man sich, okay, Maurice, du hast jetzt ein halbes Deck vorgestellt, was in das Wort ist, das ist halb. Was kommt da noch rein? Naja, da kommen noch diverse Staples rein. Und das sind jetzt alle Staples, die man besitzen sollte, wenn man eben vor allen Dingen allgemein aktiv Yu-Gi-Oh! Spielt, weil so kann man, auch wenn man immer das gleiche Deck spielt, so wie ich, immer wieder das Deck anpassen, eben an die Meta, eben was gut kommt. Und das ist natürlich ganz klar, erstmal Handtraps. Handtraps natürlich ganz klar, bei Ashes sollte man haben, definitiv. Gute Karte, nein, wir haben kein Maxi. Aber gute Karte, eben auch zum Beispiel Branded oder ähnliches, die ist halt die beste Handtrap als sonst, ne? Dann dreimal in Permanence, die habe ich extra so weit oben. Einfach aus dem Grund, weil im Permanence einfach die Karte ist, die durch Tacticals und durch Trust spielt. Super gute Handtrap, von daher deswegen alleine. Dann haben wir natürlich drei Nibirus. Nibiru auch gerade aufgrund von Baroness und Savage Dragon Kill, also Ban, natürlich auch sehr gut. Nicht viele Decks können unbedingt, also nicht alle Decks können um Nibiru rumspielen. Klar, Top-Decks schon, aber es geht jetzt ums Prinzip. Nibiru, super gute Handtrap. Dann natürlich zweimal Effektverschleierin, die natürlich auch sehr gut in Kombination mit Nibiru ist. Soll man eben haben. Lockbird ist eine Karte, die nicht immer Meta ist, aber wenn sie Meta ist, dann kann sie Decks komplett ausschalten. Lockbird deswegen auch eine gute Handtrap, die man eben haben sollte. Dann dreimal Ghost Ogre. Ghost Ogre ist auch so eine Handtrap, die nicht so oft gespielt wird, aber ihre Zeit hat. Also die wird immer wieder mal relevant sein in der Meta. Dann ist sie gut. Dementsprechend solltet ihr auch drei Ghost Ogre haben. Dann ebenfalls eine Karte, die auch nicht immer gut ist, aber halt manchmal gut ist, ist Bell. Bell kann man durchaus spielen. Natürlich auch gegen Snake Eye super funktionierend, aber natürlich auch gegen andere Decks. Und allgemein eine Staple, die man ebenfalls haben sollte und ist ebenfalls eine Handtrap. Jetzt kommen wir zu Handtraps, die eher sehr spezifisch sind. Und wir haben Diamond Diddy Crow. Diddy Crow ist aber eine Handtrap, die auch immer wieder kommt. Friedhof, wir spielen sehr viele mit Friedhof. Von daher ist das natürlich sehr sinnvoll, dass man das Ganze haben kann. Und dann eine Karte, die ähnlich wie Lockbird ist, aber nicht so oft vorkommt wie Lockbird, und zwar Lancia. Lancia ist eine Karte, die sehr gut ist, aber nur gegen das richtige Deck. Und dementsprechend ist die Karte natürlich ein Staple, aber halt eben lange, lange Zeit liegt sie dann einfach nur rum, aber sollte man ebenfalls definitiv besitzen. Und dann zu guter Letzt eine Karte, die man nicht unbedingt als Staple sehen soll, die aber aufkommen kann. Und ja, ich habe drei, habe sie jetzt fürs Video nicht gefunden. Und zwar dreimal Ghost Reaper. Reaper, eine Karte, die sehr spezifisch ist, natürlich sehr gut auch im Mirror Matches funktioniert und ähnliches. Oder eben, wenn ein Tier 0 Format ist, auch sehr gut kommen kann.
Gerade als Underdog-Deck ist das sehr gut, wenn ihr eben dann dementsprechend, ja, Extra-Deck ist sehr eng hier, da müsste man natürlich Platz dafür schaffen, aber ist natürlich eine Karte, die man dann dementsprechend machen kann. Cool, alle sortierten Karten sind jetzt nicht mehr sortiert. Yay, so. Aber es geht weiter, denn natürlich reicht es nicht nur, Staples Handtraps zu haben. Bedeutet, wir können eben die passende Handtrap auswählen. Wir können halt zum Beispiel sagen, ey, Lockbird ist gerade gut, wir nehmen Lockbird, Ash, ey, auch Brandon läuft gerade rum, wir nehmen Ash, Nibiru, nicht viele können Schutz haben, Nibiru. Und ich habe ja gesagt, ich habe so um die 15 bis 18 Slots frei, machen wir noch ein Permanence rein. Und dann haben wir jetzt die einfach alle dreimal fertig, der Lachs ist gelutscht sozusagen. Ja, das heißt, der Drops ist gelutscht, aber trotzdem, von daher kann man hier eben aussuchen, was gerade gut ist in der passenden Meta. Was aber auch noch gut sind, sind diese Karten, und zwar gute Staple Spells. Wichtig zu erwähnen ist, dass mir hier eine Karte fehlt noch, die besitze ich nicht, die ebenfalls aus meiner Sicht doch zu den Staples zählen sollte, gerade wenn ihr ein Underdog-Deck spielen solltet, und zwar das ist Fenrir. Solange Fenrir noch auf 3 ist, ist eine super gute Karte, die auch einfach sehr viele Probleme löst, und das ist eine Karte definitiv, die man ebenfalls als Staple haben sollte, wenn man eben ein Underdog hat. Sie selber spezialbeschwört sich, bedeutet also, ihr könnt nochmal normal weiterspielen, von daher ist das Ganze nicht verkehrt. Fenrir ist auf jeden Fall sehr gut. Dann Called by the Grave ist auch eine Karte, die man Main hat, wenn natürlich, wenn viele Karten gerade, also viele Decks Handtraps spielen. So, dann kommt natürlich das Staple, Drymal Tacticals Talents. Das ist eine Karte, die inzwischen aufgrund der Rarity Collection natürlich sehr einfach zu bekommen ist, von daher Tactical ist eine Staple inzwischen. Ja, Trust ist auch eine Karte, die man vielleicht haben sollte, auch weil sie gut funktioniert. Theoretisch würde sie sogar auch sehr gut in mein Deck passen, weil du eben Branded Fusion holen kannst. Aber nichtsdestotrotz, Trust ist eine Karte, die sehr, sehr teuer ist. Der Sinn an diesem Deck ist ja, dass du lange ein Deck spielen kannst, ohne extrem viel Geld auszugeben. Von daher passt das natürlich, dass Trust teuer ist. Nee, ist hier nicht drin. Tacticals, sehr billig, nehmen wir mit rein. Dann auch Rarity Collection hilft. 3 Droplets, Boardbreaker-Karten. Und Boardbreaker-Karten, dann ist natürlich da auch ein Dark Ruler in the House. Das sind natürlich gute Boardbreaker-Karten, aber es geht noch weiter, denn wir haben natürlich auch noch Evelyn Match. Alles Rarity Collection-Karten, da ist super rein da. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch etwas allgemein, nicht nur für Combo-Decks, sondern natürlich auch für Backrow-Decks. Also wir brauchen auch Karten eben für Backrow. Da haben wir natürlich dreimal Twin Twister, was natürlich extrem gut ist, gute Karte. Dann haben wir natürlich, ja, nicht dreimal, leider nur zweimal, aber ich habe sie noch dreimal. Blitzsturm, ja, ich weiß, ne, ist mir schon logisch, aber ihr solltet sie auf jeden Fall besitzen. Zweimal, dann natürlich hier zum Removal noch. Fledersturm haben, ist ebenfalls Zauber- und Feuerkarten, Removal. Und dann ist jetzt in der Vergangenheit öfter mal vorgekommen, dass man das spielen kann. Dementsprechend habe ich es mir rangeholt. Es sind 2-Cent-Karten oder so, von daher ist auch egal. Holt euch die einfach auch. Dreimal Buch des Mondes. Buch des Mondes ist schlechter im Vergleich zu Book of Eclipse. Beim Book of Eclipse macht einfach das ganze Board weg. Eventuell. Natürlich, ne? Link Monster nicht, ist mir schon bewusst. Aber ist eine gute Karte. Und auch hier, Schande über mich, Fenrir fehlt mir aktuell und auch bei den Spells fehlt mir etwas, denn Crossout wäre eventuell noch eine Möglichkeit als Staple zu haben. Denn gerade wenn ihr selber sehr viele Handtraps spielen könnt und sehr viele auch Zauber- und Feindkarten spielen könnt, können wir mit Crossout das Ganze natürlich kontern, wenn der Gegner das machen würde. Dementsprechend natürlich ist ein Crossout auch noch ein Muss, fehlt mir aber auch noch. Bedeutet, Fenrir und Crossout fehlen mir in meiner Sammlung auch noch, wie ihr seht. Aber ihr seht, ist es viel. Und dann kommen wir zu Karten, die sehr spezifisch sind und auch eher so für Side-Deck gedacht sind. Da muss man ein bisschen weiterdenken. Raigeki kann halt theoretisch Main-relevant sein, genauso wie Dark Hole. Dann Judgment. 3 Judgments zu besitzen ist nicht verkehrt, denn falls ihr euch fragt, ey, wie soll ich mein Side-Deck aufbauen? Ganz ehrlich, wir going first, 3-mal Judgment rein. Kann super funktionieren. 3 Judgments, von daher auch eine Sache, die man haben kann. Dann One of Antimagischer Duft sollte man haben. Ist halt eine gute Karte, gerade für Going First. Dann für Going Second sehr gut, haben wir natürlich nochmal den Dino Wrestler. Ja, wird hoffentlich immer auf 3 gehen. Oder Fenrir geht runter, 1 zum Bein. Ja, ist halt der billige Fenrir. Ja, wenn Fenrir ist halt wieder deutlich besser, sollte man auch Main spielen. Den kann man halt eher gut im Side spielen, wenn man ihn spielen will. Wie gesagt, ist nicht zwingend erforderlich. Dann natürlich Dimensionsbarriere, einer der dümmsten Karten überhaupt, die noch mit erlaubt ist. Gibt einen Turnskip vielen Decks, gibt uns übrigens auch einen Turnskip. Der Vorteil ist natürlich, dass Chimera auch im gegnerischen Spielzug fusionieren kann und mitspielen kann. Aber Dimensionsbarriere ist eine dumme Karte. Going First solltet ihr auch besitzen, definitiv. Und dann nochmal ZF Removal. Cosmic Cycling ist eine Karte, die man vielleicht auch öfter besitzen sollte, auch 3-mal. Habe ich auch 3-mal, habe ich jetzt auch nicht gefunden zum Video, ich weiß, super. Und dann Überläufer, Snatch und, warte, ich hatte sie vorhin noch. Ja, toll, egal. Ja, Überläufer auf jeden Fall. Ich hatte hier noch irgendwo Mind Control. Ja, egal, habe ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall auch eine Karte, die ihr eben haben solltet. Sind auch quasi Boardbreaker-Karten, die man eben besitzen
sollte im Ganzen. Und dann zu guter Letzt, wo man sagen kann, ja, okay, da muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Geld investieren. Aber wenn ihr jetzt allgemein sagt, okay, ich habe nicht nur ein Deck, was ich habe und das eben wieder upgrade ich immer wieder, so wie jetzt in diesem Fall, sondern ich habe einfach immer mehr Decks, also immer neue Decks und ich möchte halt eine Sammlung haben von Staples, die auf jeden Fall Pflicht ist. Und wenn ich sage, Staples die Pflicht sind, dann müssen da auf jeden Fall die Töpfe zu. Also Topf, dieser Topf, natürlich Topf des Wohlstandes, aber natürlich auch Karten, Topf der Extravaganz oder so. Also die Töpfe solltet ihr auch alle einmal, dreimal haben. Wenn ihr eben sagt, ich habe regelmäßig häufig neue Decks, dann sind die Töpfe auch Pflicht, weil die immer wieder für Stabilität sind und eben vor allen Dingen auch natürlich für Konstanz. Gerade Topf des Wohlstandes, super gut für Konstanz. Von daher solltet ihr eben die Töpfe, wenn ihr regelmäßig Decks wechselt, holen. Wenn ihr nicht regelmäßig Decks wechselt, sondern eher sagt, ja, ich habe immer wieder so ein Deck, dann reicht es natürlich, den Topf zu holen, der für euer Deck gut ist. Zum Beispiel Topf des Wohlstandes, wenn ihr spielen könnt. Dann holt ihn euch dreimal und fertig. Die anderen braucht ihr dann natürlich nicht. Ja, und ihr merkt also, das Ganze ist sehr interessant. Denn wir haben hier einfach zum einen ein Deckcore, wo das Extra-Deck ein bisschen dicker ist als das Main-Deck. Aber wir haben hier ein Main-Deck, Extra-Deck natürlich 15. Guck mal, ist genauso dick wie ein Doppelsleeves. hier jetzt, damit die Hüllen nicht gedamaged werden. Und genau, das ist eben mein Deck. Und dann haben wir hier, ich sehe es schon, ein Haufen Staples. Jetzt als Vergleich, das sind die Staples, das ist das Deck. Ihr merkt schon, ein gigantischer Unterschied. Wir haben hier halt eben alles drin, was das Herz begehrt, um unser Deck eben gut zu machen gegen die aktuelle Meta. Und so hat man eben ein Deck, was immer ganz gut ist. Sei es mal auf Messen, wenn man auf Messen geht, man hat ein spielbares Deck. Es ist solide, ne? Klar, es ist nicht Top-Tier, safe nicht, aber es hat eben gute Möglichkeiten. Mirror Jade alleine ist nicht verkehrt, Dragoon ist nicht verkehrt, Wächterschimäre, die Schimäre-Engine selber ist auch nicht verkehrt. Also wir haben hier was sehr, sehr Schlüssiges und dann parallel kombiniert mit den passenden Handtraps, die eben angepasst natürlich auf die aktuellen Decks sind. Wenn Lockbird gerade gut ist, spielt ihr Lockbird. Wenn gerade allgemein sehr viele Handtraps rumlaufen, spielt ihr natürlich selber dann auch sowas eben wie zum Beispiel Tacticals oder so. Ganz klar, einfach um halt selber spielen zu können. Oder Crossout, wie gesagt, fehlt mir noch. Fenrir, auch um Boards besser breaken zu können. Ich glaube, ihr habt den Sinn jetzt langsam verstanden. Das ist der Überblick. Ihr merkt, von gar keinem Deck zu ein Deck, was man sehr, sehr gut anpassen kann, sind wir jetzt gekommen. Und wie gesagt, für die Deutsche Meisterschaft werden wir jetzt ebenfalls ein komplett neues Deck uns ranholen, womit wir hoffentlich eine gute Platzierung haben. Wie gesagt, welches Deck es sein wird, müsst ihr jetzt abstimmen in der Abstimmung. Wie das Ganze geht, wieder ungefähr 7 Tage die Abstimmung. Also einfach abstimmen und dann werdet ihr bestimmen, welches Deck ich spiele. Ich hoffe, dieser ausführliche Einblick in was macht man im Deckcore plus welche Staples braucht man, hat euch geholfen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das Ganze geholfen hat. Ja, da hoppelt es ja nochmal an der Sprache am Ende. Aber es ist ja auch doch jetzt ein längeres Video geworden mit sehr, sehr vielen Erklärungen. Ich hoffe, es war nicht zu viel Input für euch. Und ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und natürlich wie immer, viel Spaß beim Duellieren.